Hi und willkommen zu einem neuen Workout. Heute wieder für die Core-Muskulatur, aber ganz anders als die letzten Male. Wir gehen weder runter auf die Matte, noch rollern wir. Wir machen alles im Stehen. Ihr kennt die Workout-Form schon von mir. Das sind 4 Übungen direkt hintereinander, jeweils 45 Sekunden lang. Danach 15 Sekunden Pause und erneut den ganzen Block. Wir machen 3 Durchgänge von allem. Ich erkläre euch jetzt einmal alle 4 Übungen und dann geht's los. Denkt bitte bei allen Übungen aufrecht stehen bleiben, Bauch fest. Übung Nummer 1, da nehmen wir den Reifen über uns, lang nach oben und dann ziehen wir ihn runter, immer im Wechsel und ziehen das Knie zum Reifen. Bei der zweiten Übung bleiben wir oben und gehen zu den Seiten rüber, immer in der Mitte einen kleinen Stopper und so weiter. Bei der dritten Übung stellen wir den Reifen einfach vor uns ab. Ich zeige es euch einmal so, nicht zu weit weg. Die Beine machen wir ein bisschen weiter auseinander. Ich zeige es doch so, Zehenspitzen zeigen nach außen. Und wir tippen abwechselnd unten an den Reifen. Richten uns aber jedes Mal wieder auf. Unten tippen, aufrichten. Unten tippen, aufrichten. Achtet wirklich auch auf die Spannung. Bauch, Rücken. Wir nehmen die Kraft daraus. Nicht mit Schwung, sondern mit Kraft. Und die allerletzte Übung. Dann nehmen wir den Reifen vor uns. Wir gehen zu den Seiten, kommen zur Mitte zurück und gehen zur anderen Seite. Der Blick ist immer durch den Reifen gerichtet, beziehungsweise in Richtung des Reifens. Das heißt, der Kopf bleibt die Verlängerung der Wirbelsäule. Wir drehen uns wirklich mit dem Oberkörper. Hüfte bleibt gerade mit dem Blick nach vorne quasi. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten erklärt sich das, glaube ich, auch währenddessen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit den ersten 45 Sekunden, beziehungsweise dem ersten Durchgang. Reifen nach oben, Knie ranziehen und los geht's. Noch 20 Sekunden. Für die Arme machen wir direkt was mit. Noch 5 Sekunden. Der Reifen bleibt oben und wir gehen zu den Seiten runter. Der Bauch bleibt fest. Der Kopf immer die Verlängerung der Wirbelsäule. Noch 15 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Und wir stellen den Reifen vorn ab, mit den Fingern dran und aufrichten. Wirklich wieder komplett aufrichten. Fünf Sekunden noch. Und wir nehmen den Reifen vor uns, gehen zu den Seiten, kommen zur Mitte zurück und gehen zur anderen Seite. Keine Ahnung, wo meine Haare hinwollen. Huch, ich dachte, ich könnte ihn auch mit einer Hand halten. So stark bin ich nicht. Denkt dran, der Bauch bleibt fest, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule.
Noch 5 Sekunden. Pause. Wir haben 15 Sekunden Pause. Atmen nochmal tief ein und aus. Und dann geht das Gleiche wieder von vorne los. Der Reifen geht über den Kopf und wir ziehen die Knie ran. Los geht's. Weit nach oben strecken den Reifen. Noch 10 Sekunden. Wir gehen zu den Seiten runter. Lang nach oben den Reifen. 20 Sekunden noch. Sekunden. Noch 5 Sekunden, dann stellen wir den Reifen direkt auf den Boden. Jetzt und wir richten uns jedes Mal komplett auf. Habt den Bauch fest, gerade beim Aufrichten auch. Noch 15 Sekunden. Fünf Sekunden. Einer geht noch. Puh, Reifen nach oben. Wir gehen zu den Seiten. Komm zur Mitte zurück. Und zur anderen Seite. Und wieder habe ich eine Strähne. Blöd. Im Auge. Jetzt will der Reifen auch nicht an meiner Hand, aber sollte euch ja nicht stören. Nicht hängen lassen die Arme, Schultern bleiben tief. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden. Pause. Wir ziehen das jetzt durch. Noch 10 Sekunden Pause. Dann alles noch einmal. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Zuerst der Reifen geht über den Kopf. Und wir ziehen die Knie ran. Los geht's. Richtig lang strecken, nicht vergessen. Sekunden noch. Die letzten 5 Sekunden. Und wir gehen zu den Seiten runter. Lass den Bauch schön fest. Drei Sekunden noch. We'll be right back.
15 Sekunden. Drei Sekunden. Stellen den Reifen wieder auf den Boden und gehen mit den Händen dran. Denkt ans Aufrichten. Nicht schummeln, nicht unten bleiben. Zwanzig Sekunden noch. Zehn Sekunden. Fünf. Einmal noch. Diesmal richte ich vor meine Haare auf dem Gesicht. Und wir gehen ein letztes Mal zu den Seiten. Arme schön lang strecken. Bauch fest. Sekunden noch. Denkt an die Arme, zieht sie noch ein Stückchen hoch, wenn sie runtergerutscht sind. Fünf Sekunden. Fertig. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr es mit dem ganz normalen Hullern verbinden würdet. Einfach vorher, hinterher noch ein bisschen Hullern, gerne in beide Richtungen, einfach damit ihr beide Seiten der Muskulatur anspielt. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder einen Daumen da lasst. Sagt gerne Bescheid, wie ihr es fandet. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Workout.